Hallo, ihr Mongos. Moin. So, da erwischt er uns gerade richtig. Wir sind gerade am Besprechen, was wir denn heute machen, beziehungsweise wie wir es denn machen. Ja, wir machen es uns heute selbst. Langsam machen wir es. Genau. Hi Leute, wie ihr wisst, ich bin derjenige, der hier mit dazugehört zu den ganzen Jungs. Übrigens ganz lustige Truppe. Ja, bei dem Projekt mit dem Turbo handelt es sich um mein Auto. Handelt sich hierbei um einen Bora V6 4Motion. Den haben wir schon umgerüstet auf Turbo, allerdings halt wie gesagt mit dem Originalkrümmer. Machen das jetzt auf die andere Krümmerart, die der Christian jetzt gerade schweißt. Hat wie gesagt den Vorteil, dass ich da halt bauertechnisch besser mit zurechtkomme. Ja, Fahrzeug an sich, Baujahr 2001. War mal schön silber, war nicht so meine Farbe. Hab mir dann überlegt, ja, was machen, weil aufbauen wollte ich ihn frisch, weil Lack war auch nicht mehr so schön. Hab mich dann für einen Stahlgrau vom Octavia RS entschieden, weil das, finde ich persönlich, farbneutral ist. Was Blaues oder sowas wollte ich nicht. Stahlgrau, wie gesagt, das Ganze. Ist, denke ich, momentan so ein bisschen Modefarbe, so wie es mal weiß war oder schwarz oder wie auch immer. Müllsackgrau? Müllsackgrau, richtig. lackiert hat das letztes Jahr die Firma Träger in Celle, hier, Uwe Träger. Top, top, muss ich wirklich sagen. Vielen Dank nochmal an die Jungs. Top Arbeit geleistet. Ja, jetzt geht es hauptsächlich darum bei dem Projekt, die Turboladergeschichte, ein bisschen Feinheiten nochmal, elektronikmäßig, ein bisschen Kabel verlegen, Schläuche nochmal ein bisschen hübsch machen, alles. Ja, dann, wie ihr hier sehen könnt, ich habe meine ganzen Achsteile, sprich Vorderachse, Hinterachse, Bremsanlage, komplett Pulver beschichten lassen, heißt also alles einmal glasgeperlt, Pulver beschichtet, alles in schwarz, bis auf die Bremssättel. Und das bei der Firma Helix in Hermannsburg. Auch hierfür nochmal vielen Dank an den Chris, hat da wieder super Arbeit geleistet und auch super schnell, muss ich sagen, hätte ich nicht mit so schnell gerechnet. Schauen Sie mir auch zu, lohnt sich das denn? Ich hoffe, dass ich, also ja, ich denke, wenn ich denen sage, dass es jetzt mittlerweile auch was gibt, wo sie mit erwähnt werden, denke ich schon, dass da mal einer reinschaut. Ja, wie gesagt, super Arbeit. Auch von Toni nochmal vielen lieben Dank an Chris. Hat echt super geklappt. Sind wir auch sehr zufrieden. Und hast du schon Leistungsangaben machen können für das Auto? Für das jetzt hier? Also ich fahre den jetzt erstmal mit einem Boost-Controller. Das ist das, was ich jetzt zusätzlich nochmal nachrüste. Wir haben vorher eine Wastegate-Regelung normal gefahren, extern. Das hat nicht so super geklappt. Ich hatte teilweise Ladedruckspitzen bis 1,7, 1,8 Bar drin. Das will ich jetzt ändern. Ich habe jetzt einen Boost-Controller. Den werde ich jetzt richtig vernünftig verbauen. Nochmal ein anderes Wastegate geholt. Das wird auch da im Zusammenhang mit dem Krümmer gerade fertig geschweißt. Ja. Dann will ich eigentlich mit 1,5 Bar nachher fahren. Leistungstechnisch müssen wir gucken, wo das Ganze nachher endet. Ich denke, es wird so eine knappe 5 irgendwo stehen. Und ja, das reicht auch erstmal. Alles andere. Hat das Auto für dich einen besonderen Wert? Oder wolltest du den schon immer haben? Oder? Nein, gar nicht. Also ich habe mich nie für Bora oder dergleichen interessiert. Das war halt einfach, das Fahrzeug war da. Mir hat es gefallen, weil ich sage, es ist halt nicht überall immer anzutreffen, so ein Bora, gerade als Limousine, ist es dann doch mal vielleicht nicht das seltenste, aber schon ein bisschen selteneres Fahrzeug. Hat so einen Charakter von Opa-Fahrzeug, finde ich total geil eigentlich, weil ich hatte vorher auch einen alten Octavia 1 Kombi, richtig, wenn man ihn gesehen hat, der hätten alle gedacht, okay, das Ding fällt gleich auseinander. Der war aber auch so Sleeper-mäßig, da stehe ich halt so ein bisschen drauf, dass man nicht gleich alles sieht. Klar wird sich nicht alles verbergen lassen, eine große Bremse, die man irgendwo fahren muss oder ein Ladeluftkühler, den man nicht hundertprozentig versteckt kriegt, das ist dann halt so. Aber ansonsten denke ich, ist das ein Fahrzeug, was halt nicht so in der Masse heraussticht. Das ist halt so mein Ding, ne? Also so, ich mag nicht so Spoiler und tiefer bis auf den Boden, das bringt mir auch nichts, weil da ist die ganze Performance dann auch hin. Was nützt mir denn die Leistung, wenn ich dann bei jedem Bahnsteig irgendwo bremsen muss, um das Ding darüber zu tragen? Will ich nicht. Ist mir dann auch zu unkomfortabel. Ein bisschen Restkomfort habe ich hiermit. Da wird es in der nächsten Zeit, denke ich, noch ein bisschen was zu geben. Wie gesagt, die Krümmeranlage wird gerade gebaut. Das wird, glaube ich, noch ganz interessant. Die Achse wird noch zusammengebaut. Da sind auch noch mal so 1, 2, 3 sicherlich interessante Sachen bei, weil ich das alles noch in PU lager. Und dann werde ich die Elektrik als letztes machen. Und dann wird es sicherlich auch noch mal ein paar Videos vom Fahren und dergleichen geben. Na? Oh, sehr schön, danke. Danke. Was zu halten. Das Ganze geht darum, Steffen baut gerade sein Auto, den R28 Turbo. Richtig, korrekt, ne? R28 Turbo auf Top-Mount-Krümmer um, beziehungsweise das Fahrzeug ist vorher schon gelaufen mit dem GT30.
Jetzt geht es darum, dass er den Lader gerne Top-Mount montiert hätte. Was der ganze, warum es besser ist, das kann er euch gerne selber erzählen. Und wir unterhalten uns gerade darüber, wie man es am besten umlegt oder umsetzt, damit das Ganze thermisch am besten sitzt. Oder damit man das Ganze auch passend hinkriegt. Warum baust du das Ganze dann auf Top-Mount überhaupt um? Warum? Ich hatte zum einen die Probleme, dass bei mir, bei dem Sammelkrümmer, der ganz gerne ja gefahren wird, von 6 auf 1, das Problem bestand. Ich habe ihn hier hinten noch liegen. Der ist einfach gerissen. Tun sie alle irgendwann. Zeig ich nochmal. Wie kriegst du es so drauf? Ja, muss nochmal zeigen. Also, hier sieht er ganz gut den Riss. Das ist halt diese Belastung, wo sie dann gerne reißen, wie Steffen immer sagt. Hat dann wohl auch damit zu tun, der Abgasweg ist halt sehr, sehr kurz. Was bedeutet, wir kommen hier raus aus dem Zylinderkopf, gehen hier gleich auf den Turbolader. Dadurch haben wir viel Fläche auf eine kleine Fläche zusammen. Was dazu führt, zum einen Staudruck vorm Lader, zum zweiten halt Temperaturstau, weswegen die Dinger auch reißen. Wir haben es mehrfach jetzt getestet, haben halt gemerkt, dass wir mit den Originalkrümmern und einem Y-Stück, was dann letztendlich einen Längenausgleich hat, vernünftig fahren können. Erstens, ich kriege die Temperatur so circa 150 Grad vorm Lader runter, was viel ist. Zum Zweiten, das Anströmverhalten ist besser, staut sich nicht so viel und letztendlich sitzt das Ding auch besser. Vorher saß es immer direkt vor der Spritzwand, weswegen ich einen ganz engen Radius fahren musste bei der Downpipe, was natürlich hinterm Lader auch wieder die Abgase ziemlich ausbremst. Zum Zweiten war die Ansaugung auch mega schlecht gewählt, weil ich hier zwischen Bremskraftverstärker und Zylinderkopf hinten hochkomme, muss dann einen extremen Winkel fahren und da hinten sind auch natürlich Schläuche und dergleichen, die ich dann nicht einfach wegreden kann. Weswegen ich jetzt im Prinzip auch auf Top-Mount gegangen bin. Kann dann nachher, wenn der Lader hier oben sitzt, vernünftig mit einem vernünftig gebogenen Stück in den Luftfilterkasten gehen, an den Luftmassenmesser ran. Ja, sieht alles auch ein bisschen vernünftiger und sauberer aus nachher. Ja. Und dann habe ich mal den Christian gefragt, der kann ja so ein bisschen schweißen, habe ich gesehen und hat dann auch angeboten, dass wir dann das Ganze so machen, dass wir versuchen, das Ganze nochmal so zu bauen, weil momentan hängt er noch ein bisschen zu hoch, er knallt oben noch gegen die Spritzwand. Wir werden ihn ein bisschen runterholen, dass er ein bisschen Richtung Zylinder kommt. Runterholen. Runterholen, einfach so, ne? Habe ich gesagt. Was erwartet uns denn heute? Hübsch. Ich hab Schmutz im Gesicht. Das ist, weil er immer meine Sachen anfasst. Also, was das muss so sein, dass ihr noch mal kleine Zusammenfassung. Was erwartet uns denn heute? Ihr werdet heute sehen, wie wir den Krümmer, sag ich mal, umgestalten, dass das Ganze auch vernünftig passt. Wie wir das Wastegate hinsetzen und die Downpipe anfangen, dass das Ganze dann auch harmoniert und dass Steffen dann auch gefällt, dass er damit auch leben kann. Das ist das eine. Also wie gesagt, die Laderposition an sich ist der Grund gewesen. Wie gesagt, auch das hauptsächlich, dass ich halt sehr hohe Abgastemperaturen gekriegt habe und zwischendurch dann Gas lupfen musste. Das andere ist... Der trägt heute Mascara, habt ihr schon gesehen. Ja, der trägt heute Mascara, guck mal. Er trägt das hier. Also ich warte, das ist nur für euch. Das ist, weil er früher war normal? Ein Indianer. Genau, aber Indianer. Das weiß Indianer nicht mehr. Nein. Der zweite Grund auch mit, warum ich das Ganze so umbauen möchte, ist die Ladeluftverrohrung. Ich bin einmal vom Lader direkt über die Schläuche hier durch, runter über dem Getriebe, einmal quer unten lang, dann hier unten rausgekommen und dann nach dem Ladeluftkühler rum und in die Drosselklappe nach oben. Ist ein langer, langer Weg. Zum einen hat es mich einfach gestört, weil da einfach zu viele Rohre sind da unten. Zum anderen ist das Ansprechverhalten natürlich, je länger der Weg nach dem Lader ist, auch ein bisschen träger. Weswegen ich das Ganze nachher auch umändern werde. Ich werde dann, wenn der Lader hier oben auf Top-Mount ist, einmal hier rüber gehen, werde hier vor dem Scheinwerfer runtergehen zwischen den Behältern, werde dann direkt unten an den Ladeluftkühler rangehen und die Seite bleibt im Prinzip. Jo. Ist denn meine Ladeluftverrohrung zu lang? Bauartbedingt ist es ja bei dir ganz gut gelöst. Also ich sag mal so, das macht ja fast jeder, dass er auf die originale S3-Verrohrung so ein bisschen nachempfindet. Weil ich finde persönlich, sieht auch sauberer aus. Ne, es ist einfach ein vernünftig ordentlicher Weg. Wenn du dann noch vielleicht den Motorraum gecleant hast, wer das möchte. Ich persönlich stehe da jetzt noch nicht unbedingt drauf, alle Behälter zu entfernen und die Kabel 5 Kilometer lang zu machen. Von daher lasse ich es so. Ich muss auch nichts Poliertes da drin haben oder
Ist nicht meins. Aber wie gesagt, ich finde das beim S3 oder A3, 18T oder wie auch immer, finde ich es persönlich ganz geil. Von der Vorrung her. Von daher. Hast es ja auch ganz gut gelöst mit dem, mit diesem flexiblen Stück, was wir unten reingesetzt haben, mit diesem Wulststück. Ja, haben wir in der letzten Folge gesehen. Genau, das habt ihr gesehen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, angucken. Da könnt ihr auch noch was lernen. Genau, Link in the description. Ne? Könnt ihr dann nachvollziehen. Ja, wir legen erstmal los. Genug gelabert. Ein paar mehr Details werdet ihr dabei Arbeit noch kriegen. Werdet ihr dann auch hören. Und noch ein paar andere Sachen. Genau. Bis gleich. Ja.